Kamera so neu hier. Am Eingang war früher keine Kamera. Schweinesack! Auf Deutsch gucken dann, ne? So ein Wagen möchte ich mal zeigen. Das wird nicht ein Fenster, der hier auf. Nein. Wir müssen auf den Plan stehen, alle für die Raumstelle haben. Hallo. Ich glaube, du bist tatsächlich nicht. Und damit einen schönen guten Morgen hier aus dem Moviepark Germany. Mit Lars und Leon natürlich wieder vorhanden. Heute mit schönem Wetter tatsächlich im Moviepark Germany. Ist das auch unser erster Besuch hier gemeinsam? Ja, als Team, ja, genau. Als Team, ja. Wie man ja weiß, war ich mal Mitarbeiter hier in diesem Park. Und er auch. Das heißt, wir haben vielleicht einige Sachen, die wir euch präsentieren und erklären könnten, die vielleicht nicht alle Personen wissen. Daher könnte es sehr spannend werden. Wir werden heute Area 51 testen und die Paw Patrol Area natürlich mal unter die Lupe nehmen. Also das sind die Neuheiten, die wir noch nicht kennen. Und außerdem war ich ja mit meinem Kanal nicht so oft hier in Moviepark Germany. Von daher ist es auch mal wieder eine kleinere Abwechslung hier auf dem Kanal. Von daher würde ich sagen, fangen wir jetzt mal den Tag an. Freust du dich auf irgendwas Besonderes heute? Ja, Area 51. Area 51. Und Excalibur. Excalibur, seid ihr auch noch nicht gefahren? Ne, negativ. Tatsächlich? Also ich bin Excalibur schon mal gefahren. Gefällt mir mega gut. Würde euch auch gefallen. Und du auch Area 51? Paw Patrol auch eher so, oder sagst du so, ja, muss jetzt nicht sein? Also, ja. Ja, besser als vorher, ne? Sieht ganz cool aus, was man gesehen hat, schauen wir uns mal also, an. Da ja ich hier drei Jahre verbracht habe meines Lebens, ist es schon schön zu sehen, wie der Park sich entwickelt. Und genau das schaue ich mir heute einmal an. Ja, das ist mega gut. Weil ich schon sehr, sehr lange nicht mehr hier war. Letztes Mal nehme ich erst Letztes Jahr Halloween, richtig. Tatsächlich. Am Tag der Bombendrohung. Schöne Bombendrohung. Der Bombenstimmung. Ja. Ja, wie gesagt, wir fangen direkt mal an. Wir gehen zu Area 51 und naja, ich sag mal so, in diesem Vlog wird es weniger davon geben, denn ich habe schon ein Video dazu gemacht und wenn jetzt eine Infokarte aufploppt, klickt doch mal drauf. Da geht es direkt zu Area 51 Video. Ja, das ist mega geil, die Technik heutzutage, Alter. Nee, und guckt euch auf jeden Fall das Video an, da werden wir berichten, wie die Fahrt so war, was wir alles erlebt haben. Das ist mega empfehlenswert, aber jetzt würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit dem Vlog hier aus dem Moviepark und gehen auch zu Area 51. Und damit ihr das volle Erlebnis habt, jetzt auf die Infokarte klicken. Es geht los. Eingang PL, bitte. Eingang Moviepark, bitte. Ich geb dich aber aus Spielen. So, wir betreten quasi jetzt Moviepark Germany. Und sind direkt auf der Main Street. Hier rechts, nee, links geht es. Links geht es zur Area 51. Wie man sieht, auch mit ein paar Veränderungen draußen. Raumschiff ist gelandet und ja, rechts geht es zur Main Street und auch direkt zum Lost Temple. Und das ist natürlich nicht der Eingang hier zu dieser Achterbahn, das ist nämlich Star Trek. Das verpeilen die Leute nämlich gerne hier in diesem wunderschönen Freizeitpark. Aber wie gesagt, ich würde sagen, wir fangen direkt mal hier mit Area 51 und nicht vergessen, ihr müsst auf die Infokarte klicken. Denn es ist ja sinnfrei, zwei Videos gleichzeitig zu machen. So, wir betreten jetzt Area 51 und schauen mal, was danach so anstehen wird. Ich bin mega gespannt, das Wetter ist mega schön. Der Park wird mega brechend voll sein. Es kommen mega viele Menschen heute rein. Der Ausweichparkplatz ist jetzt schon gefüllt. Quasi, ja. Und ich bin sehr gespannt und neugierig, was heute so alles passieren wird. Guten Tag, du bist ja immer noch am Futterplatz. Ja, was hast du denn da mitgenommen? Ich habe eine Eben hatte ich ein Pizza-Brötchen. Das heißt, du bist auf jeden Fall gedeckt für heute. Für die ersten zwei Stunden. Ja, dann wird noch mal ein bisschen ordentlich in die Tasche gegriffen. Ja, Area 51, jetzt warten wir ein bisschen. Erste Eindrücke, ja. Wir haben roten Wüstenboden. Genau, Wüstenboden. Nevada-Boden. Sieht so ein bisschen aus wie bei Mission to Mars, als ob man Steine davon weggetragen hätte und hier hingebracht hätte. Aber tatsächlich, trotzdem sieht es mit den Lautsprechern und mit dieser Umleitung. Das sieht cool aus. Sieht schon cool aus. Tatsächlich, habe ich gar nicht gesehen. Ja, sieht wirklich cool aus. Also kann ich echt nicht anhören. Ja. Ja, ist okay. Wir lassen ihn kurz. Ja, wie man sieht, das Schild. Wie man sehen kann. Nee, geht schon. Er hat uns jetzt angesteckt. Ja. Ich glaube, hier liegt irgendwas in der Luft. Also. Laundry-Geruch. Laundry. Nein, ja. Also, man kennt, also ich fand damals hier, wo mein Bruder noch war, fand ich den Eingang, also den Wartepark hier war Sand, auch sehr ne? schön. Sand. Hier war Sand und viel Grün. Stimmt. Fand ich auch schön eigentlich. Ja. Aber wenn man das ein bisschen themenbezogener macht, jetzt ist das okay. Ja. Da habe ich nichts gegen, sieht super aus. Ja. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Also sieht schon mal gut aus. Doch, ja. Man sagt ja auch immer, weniger ist mehr.
Und ich finde, das reicht. Man muss ja nicht alles überladen. Das sieht dann irgendwann auch gut Alter, echt nicht, Alter. Dann machen ja auch Gäste ganz gerne mal Sachen kaputt. Da lohnt sich es sich nicht, deswegen, so viel zu investieren dann tatsächlich. Ne? Reicht schon. Ja, korrekt. Hey, pass korrekt. Das ist ein Beutel, wenn ich noch. Es hat mega laut, die Mucke haben wir festgestellt. Ja. Die eine Box, JBL-Box hinter dem Herrn, die geht schon mega ab. Aber ist auch besser so, ich kann das mehr hören als das. Ja, hörst du Menschen nicht, wunderbar. Ich kann die Gäste nicht hören, ist mega gut. Ja. Und das hier ist auch mega cool hier. Jeder Mülleimer hat einen Aufkleber bekommen, quasi eine Branding. Von Area 50 Long. Long. Long way to Bermuda. Aber es geht. Area 50 Laundry. Es geht. Ah, da sehe ich gerade, ist eine alte Kollegin von mir. Die werde ich gleich Hallo sagen. Die Sarah, glaube ich, hieß sie. Also mega schön hier geworden. Ist auf jeden Fall mega schön geworden, muss man sagen. Also das, was ich jetzt hier noch sehen kann. Hättchen Flugzeug habe ich gesehen. Teaming-Objekte überall hier. Ein Aussichtsturm. Ist schön geworden. Die denken an so Details, mega gut. Immer diese Schilder hier. US-Car, ja gut. Bis jetzt alles schön. Also Freunde, das, was ich bis jetzt sehe, das ist mega schön gemacht. Es ist mega sauber. Es passt jetzt auf jeden Fall mehr als vorher. Was mich richtig begeistert, sind die Boote. Die sind richtig gut gemacht. Also wenn man weiß im Vergleich, wie die Boote vorher aussahen, das ist schon übelste Steigerung. Die sind mega schön gemacht, mega sauber. Und das passt jetzt alles ins Bild. So, weißt du, was ich meine? Die Farben, die Uniform, die Boote. Das ist einfach mega schön gemacht. Und jetzt hier auch, wenn man rüberschwenkt, hat man Themenobjekte. Sieht einfach mega schön aus, mega stimmig gemacht. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Ja. Aber wenn ihr mehr von diesem schönen Ride sehen wollt und auch unsere Eindrücke ein bisschen spezifischer über diese Attraktion hören wollt, dann geht auf jeden Fall in das Area 51 Video vom Parktube. Und da wird auf jeden Fall mehr erklärt, mehr gezeigt und mehr philosophiert, sag ich mal so. Aber auf jeden Fall mega schön gemacht, mir gefällt's. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Ist halt normal, Neuheit 2019. Da muss man halt durch. Aber es wird sich auf jeden Fall lohnen. Die Fahrtzeit ist ja auch nicht kurz. Von daher lohnt es sich schon auch deswegen. Mega schöner Dark Ride. Hier, Area 51. Aus dem Movie Park Germany. So, wie lange stehen wir denn jetzt eigentlich schon hier? Halbe Stunde mindestens. Ja. Halbe Stunde. Jetzt betreten wir quasi erstmal, wie kann man sagen? Land. Das Häuschen. Ja, das Land Häuschen. Über dem Wasser. Land über Wasser. Haben noch ein bisschen vor uns, aber man wird auch tatsächlich informiert, dass wir im Soft Opening sind. Von daher. Zwei Schilder, einmal vorne am Eingang und einmal hier noch neben dem Mülleimer. Ja, cool, das, bitte. Das jetzt nicht. Aber hier. Ja, da hinten. Da hinten ist auch noch mal eins. Also man das gerade mega schön. Das ist schön, das stimmt. Ja. Ist mega cool, Alter. Ja, das gibt's sogar wirklich. Ja, das sind hier Indoor-Szenen. Ist mega gut. Ja, guck dir das mal an, Alter. Ja, schön. Das ist mega geil gemacht. Da hat man direkt Bock, sich zu messen, Alter. Das ist ein sogenannter Ameisenbär. Und man wird auch hier, damit die Leute auch nicht fragen, man wird auf dieser Attraktion nass. Master Tags. Bitte? Man wird hier nass. Ja. Falls Leute fragen, ja. Ja, hoffentlich. Es ist eine Wasserbahn, ja. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Abkühlung heute. Das ist mega heiß, vor allen Dingen im schwarzen Shirt. Das ist mega empfindlich. In der Sonne. Jo. Wird noch ein bisschen dauern, aber lohnt sich. Ich freue mich sehr drauf. Schon lange nicht mehr drauf gewesen. Ich auch nicht. Ja, und vor allem mit allen Effekten, die funktionieren. Ja. Wir mal offen, ne? Hoffentlich, ja. Alter! Das war ein bisschen nass.
initiate evacuation mode. All available forces on site, please evacuate airbase immediately. So, wir kommen rein aus Area 51. Wir haben, wie gesagt, das Video ja schon online. Also, wenn ihr unsere Eindrücke hören wollt dazu, dann klickt doch bitte auf dieses Video, Area 51 auf Parktube. So, aber jetzt tatsächlich beginnen wir endlich unseren Vlog hier im Moviepark Germany. Denn tatsächlich, wie lange haben wir jetzt angestanden? Ich bin im Film. Hat das ich würde sagen, so circa 75 Minuten war das. Ja. Bitte? Ja. So lange? Ja, aber war schon lange. Knapp anderthalb Stunden. Wo haben wir denn jetzt eigentlich? Wir haben 10 vor 2. Alter! Wir sind halb eins, glaube ich, hier gewesen, also es konnte schon alles so rein. Ja, kommen. Aber es war damit jetzt zu rechnen bei so einem Andrang. Ja, wie gesagt, trotz, also Soft es ist Opening. Heute sehr voll. Man muss dazu sagen, es sind alle Parkplätze, die der Moviepark zu bieten hat, tatsächlich voll. Ja, ja, ja. Und, auch der Ausweichparkplatz. Der Park hat bis 20 Uhr heute geöffnet. Ja, Bermuda leider nur bis 18 Uhr. Ja. Oder Area 51. Für mich ist es immer noch das Bermuda. Ja, es bleibt Bermuda. Es ist einfach so. Wahrscheinlich unter Kollegen hier auch noch, Bermuda, jetzt wird es die Bermuda. Ja, ja. Hey, auf jeden Fall, ja. Ja, sind wir mitgefahren, ne? Ja. Ne, wie gesagt, ist mega schön, also wir können ja hier kurz mal nochmal rein ejakulieren, wie wir das fanden. Ja, ich fand's schön. Mega schön, mega schön. Man muss dann auf jeden Fall fahren, definitiv, man darf Bermuda definitiv bei keinem einzigen Besuch auslassen. Es muss gemacht werden. Man kann sagen, als Kurzfassung, es ist schöner Bermuda. Renoviert mit den Effekten, ja, dass sie halt wieder reanimiert wurden mit. Genau. Ne? Also man erkennt einige Effekte tatsächlich wieder, die eine Zeit lang nicht in Betrieb waren. Und ich finde es einfach schön, dass man sich dem angenommen hat und sich darum gekümmert hat, dass diese Sachen wieder funktionieren. Man hat jetzt LED-Scheinwerfer quasi auch verbaut. Genau, das kommt auch noch dazu. Aber nicht komplett, ne? Nee, komplett oder? Nicht. Nee, war nicht überall. Es gibt auch noch die alten Scheinwerfer tatsächlich. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall schön gemacht und es hat sich auch mega gelohnt wegen einem eigenen Soundtrack. Eigenes Soundtrack jetzt auf jeden Fall. Filmmaterial, Bildmaterial, Sicherheitshinweisvideos, die wurden auch selber gedreht für den Park. Du hast, wie gesagt, die Q-Line ist komplett neu, alles schön gemacht, alles mega schön sauber. Es wurde mal an die Ecke gedacht, sag ich mal. Ja, das ist so eine Attraktion. Auch so der Entry mit dem UFO da ist auch mega schön gemacht. Das ist so eine Attraktion, die eine Zeit lang einfach vergessen wurde, als ich noch hier gearbeitet habe, als du noch hier gearbeitet hast. Es war eine Attraktion, die war da, die war im Programm, aber die hat keinen so wirklich interessiert. Du siehst halt, die Bude ist voll. Richtig. Ich glaube, selbst wenn jetzt Pre-Opening nicht mehr wäre, wäre die Bude voll, weil das einfach eine schöne Attraktion ist und die Leute das auch gerne sehen wollen. Die mögen sowas. Dark Rides ist so beliebt, ne? Ja. Natürlich, die alles im Arsch das, ist. Das vergessen aber die meisten Parts, dass Dark Rides einfach die Menschenmassen anlocken und auch für die Familie mega wichtig sind und nicht immer nur höher, schneller, weiter. Richtig. Weil Star Trek, ich glaube, Star Trek hat heute weniger weiterzahlt als Bermuda. Ja, das weiß ich nicht. Das ist, wie gesagt, der Park ist relativ voll, ne? Aber mega voll, Alter. Der Bude ist wirklich mega voll. Aber ich denke nicht, dass Star Trek 70 Minuten hat, Alter. Glaube ich auch nicht. Kann man nicht sagen, wir sind noch nicht da gewesen, wissen wir jetzt nicht. Aber trotzdem lohnt sich dann 70 Minuten eher für sowas, als du jetzt da jetzt 20 Sekunden in der Luft rumgewirbelt wirst. Also meine Meinung nach. Von der Liebe her, man sieht auf jeden Fall, man sieht, dass einige Sachen nicht funktionieren. Ja. Aber man sieht, dass trotzdem was gemacht worden ist, dass die Sachen reaktiviert worden sind, die eine Zeit lang außer Betrieb waren. Und man sieht, dass man sich dann dem Thema einfach mal angenommen hat. Ja, ne? Richtig. Das ist das, was mir hier in diesem Park einfach zählt. Ja. Das ist mir momentan nur wichtig. Ja. Man muss nicht immer alles abreißen. Einfach mal sich den ganzen annehmen, mal zumachen, ein bisschen pflegen. Nicht nur hier der Park, ne? Nee, sondern generell an andere Parks auch. Hier, der Park hat ja sehr, sehr schlechte Resonanzen. Ne? Die sind ja alle so hier, Moviepark, alles alt und alles unschön. Ich sag mal so, wenn ein Universal Studios irgendwas abreißt, dann hat das schon was zu bedeuten. Aber wenn jetzt ein Phantasialand, ein Moviepark oder ein Europapark irgendwas abreißen will,
nur weil da jetzt eine schöne Achterbahn hinstehen, dahin gestellt werden muss. Das kann ich schon mal nicht unterschreiben. Nee. Dann mach mal lieber diesen Dark Ride schöner, mach mal moderner. Mach's mal ein bisschen interessanter für die Menschen. Dann kannst du das besser verkaufen. Also echt nicht. Du reißt dann schönen Dark Ride ab, dann meckern alle Leute und dann kannst du es nur noch schlecht machen. Die Anlage war ja auch top im Zustand. Als ich da gearbeitet habe, es gab ganz, ganz wenig Störungen oder Probleme. Ja. Und warum soll man das dann deaktivieren? Sag mal, großes... Was soll ich denn jetzt sagen? Mir fehlen dann wirklich die Worte. Das ist einfach 3 Jahre Freizeitpark. Ja. Großes Wagnis hat das Phantasien gemacht mit der Silbermine. Silbermine abreißen, das war schon mega eine Hausnummer gewesen und das mussten die wirklich toppen. Ja. Die haben gerade noch die Kurve bekommen mit Taron, Alter. Wenn Taron nicht wäre, dann wären alle mega sauer, Alter. Nämlich, zur Silbermine tatsächlich auch immer noch nach wie vor, als ich da gearbeitet habe, so viele Leute danach gefragt haben, wo denn die Silbermine ist. Ja. Man musste denen leider immer wieder sagen, heute noch. Gibt nicht mehr. Gibt leider nicht mehr. Die gibt es nicht mehr, ne? Also die Folge davon war wirklich sehr, sehr krass. Ja. Dass dieses Fahrgeschäft nichts mehr existiert. Das zu dem Thema Dark Rides auf jeden Fall. Also ja, die darf man nicht sterben lassen, das geht nicht. Nee. Weil das macht jeder Park mittlerweile mit. Leider. Es sterben mehrere Dark Rides hier auch, jetzt Ice Age, ne? Ja, ich würde den vorschlagen, dass daraus können die auch eine mega geile Scheiße bauen, definitiv, das ist halt so. Definitiv. Und aber es wurde in der Pressekonferenz gesagt, dass die das jetzt erstmal als Maze weiterhin nutzen werden, die nächsten 2-3 Jahre. Ja, wegen der Lizenz auch und so, das kann ich schon verstehen. Kann man verstehen, aber dann soll man danach dann auch wirklich sich dran setzen und sagen, wir machen da jetzt wieder einen Top Dark Ride rein. Ja. Weil du hast ja alles vorhanden, die Strecke ist ja da. Eine Lizenz kaufen oder sich was Eigenes vielleicht mal überlegen, das kann man ja auch machen. Ja gut, das ist ein Filmpark. Du musst natürlich schon gucken, dass du ein bisschen Filmlizenzen im Park einbringst, weil die Leute, die kommen ja hin, wollen ja dann auch sagen, ach guck mal, das ist aus dem Film. Wie die Musik zum Beispiel gerade, kennt ja jeder. So, da musst du einfach... musst du eine filmbezogene Attraktion haben, finde ich schon. Das war ja auch immer schon hier so ein bisschen... Bitte? MP-Express? Ja eben, das ist zum Beispiel so eine Sache. Oder Bandit, was ist das denn? Kenn ich nicht. Das war ja Wild Wild West, ne? Ja, aber ist jetzt nicht ist halt Bandit, ne? Jetzt ist Bandit. Hallo. Hallo. Ja, hi. Hi, kennst du mich? Ja, Moment, wir müssen noch kurz mal beenden, dann bin ich bei dir. Also, das zu dem Thema Dark Rides und das wär's dann, ne? Ja. Cool. Alles rum. Vielen Dank dafür. Ich würde dir ganz gerne noch einen Tag. So, guten Tag, meine lieben Freunde. Was wir wollen hier? Ja. Genau, wir gehen jetzt in Looney Tunes 4D. Ja. Ich kenne das Roxy ja auch noch mit einem anderen Film und aus einer anderen Zeit, deswegen bin ich sehr gespannt. Richtig, du weißt, was jetzt zurück ist. Und richtig. Zwar hatten wir ja früher auch die Looney Tunes im Moviepark Warner Brothers. Nee, Warner Brothers. Lizenzen, genau, richtig. So, also Eindrücke werden uns danach wahrscheinlich hier in diesem Video begrüßen. Ganz also, genau. Ansonsten, Roxy kennt man ja an sich so, wenn man den Moviepark kennt. Pre-Show kommt ja jetzt noch. Und wir haben noch alte Kollegen, mit denen wir jetzt reden werden und danach melden wir uns wirklich wieder nach Klaus. Dem Film. Klaus, mega gut, Alter. Notaus Klaus. Ich bin mega froh, mit dem jetzt gleich ein bisschen zu sprechen. Und auch noch ein Kollege von mir. Den kenne ich jetzt nicht, aber den kennst du. Den kenne ich ja von der letzten Saison. Liebe Grüße an Sven. Los geht's, Roxy, und wir melden uns danach wieder mit dir. Mit mir. Mit dir. Ich hab's gerade gesehen. Hi. Ne? Komm mal, muss doch die Birne von dem muss doch... Hier. Alle an, bitte. Okay, erst mal nicht, bitte. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass Sie alle Wertgegenstände, Rucksäcke, Trolleys und Kinderwagen und Ihre Kinder mit ins Kino nehmen. Vorsicht, die Türen öffnen nach außen. Und bitte ganz durchrücken, damit auch andere Leute Platz haben. Jetzt gehen wir rein, ne? Die Brille, nee, komm, vergessen. Ja. Bitte die Brille nicht aufsetzen, erst gleich im Kino. Ja. Ist auch mal gut funktioniert. Ist auch mal gut funktioniert, ne? Ja. Wir kennen's sehr kennen's gut. Sehr gut. Und dann hast du immer 10 Rucksäcke noch mitschleppen können. Bitte ganz nach hinten durchrücken. Dankeschön. Ja, das vergiss es auch.
große Menschen in kleinen Freizeitparks. Normal großen Türen. Mit normal großen Türengrößen. Ich sag, Jo, wir setzen uns mal ein. Ich habe übrigens tatsächlich mal geschafft, das Kino zu deaktivieren. Und zwar hat ein Kollege. Also ein Notaus. Ja, genau sozusagen. Immer Stopp, Start, Stopp, Start, Stopp, ja, Start. Ja, geh mal durch hier bitte. Und dann geht ihn durch. Ja. So, bitte Vorsicht, wir starten. So, wir melden uns dann nach dem Film. Also, du hast auf jeden Fall das Kino-Defekt gemacht. Das hat kaputt bekommen, ja. Alles klar. Das hat dann nicht mehr funktioniert. Setz mich mal neben sie, weil sie will, dass ich. Setz dich mal hier hin. Jo. Ich will nichts mehr. Also ja, dann genießen wir jetzt genau, den Film gemeinsam. Ja, das dauert ja noch ein bisschen. Das dauert ein bisschen. Aber hier, Boxen hinter uns. Das wird gut. Ist der Film jetzt auf Deutsch? Gute Frage, ne? Darüber melden wir uns. Ja, das ist uns bekannt. Gott sei Dank. Der Film, der lief dann noch. Ja. Der Ton war aber weg, als ich das kaputt bekommen habe. Und die ganzen Effekte haben sich aber noch dann bewegt. Die Moving Heads hier, die Sitze, die Gäste. Oh. Ja. Und da war dann leider irgendwann... Not aus. Also auf jeden Fall, jetzt gucken wir Looney Tunes und sehen uns gleich wieder. Ciao. Sag nur, Mimi. Ja, ja. Ja, war ein eigentlich schöner Film tatsächlich, ne? Also jetzt nicht mit so viel 3D gewesen, aber... War natürlich kein klassisches Looney Tunes mehr, es war halt so neue Computer-Teilzeichen-Fassung. Aber... Wicke, wicke. Aber das alte Feeling auf jeden Fall da war. Ein cooler Film, mega viel zu lachen, geile Ideen, wieder das übertriebene Comic-Gedöns. Cartoon-Style, mega Spaß gemacht. Hat Wege getan. Geiles Kino, wieder reingehen, macht Bock. Geiler technischer Zustand, coole Sitze, alles funktioniert wunderbar. Nur Hartz IV war ein bisschen, dass der 3D-Effekt nicht mehr so krass war wie bei Ice Age zum Beispiel. Ich hab mir auch gedacht, also 3D hättest du auch sparen können. Ja. Aber die Leute wollen halt eine Brille. Genau. Ist egal, ob du denen jetzt sagst, okay, wir haben jetzt 3D oder nicht. Die wollen eine Brille, sehen, oh geil, 3D. Und dann sind die Gäste befriedigt. Nee, aber es ist auf jeden Fall eine sehr schöne, kurze Handlung. Ja. Mit sehr viel Explosion, mit sehr viel Krach, mit sehr viel Aua. Ja. Auf jeden Fall werden die Sitze und die Luft sehr gut benutzt. Ja. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Und auf jeden Fall ein Besuch wert. Looney Tunes lohnt sich auf jeden Fall hier im Movie Park Germany. Ne? Ja. Gut. Spaß. Ja, wir haben eine Station. Ich erkläre gerade meine Meine Funktion damals. Genau, meine Funktion hier damals in diesem Unternehmen. Ja, quasi die Funktion, dass hier alles funktioniert quasi, ne? Ja, Looney Tunes. Das sind ja mehrere Leute. Ja, wunderschöner Film. Warner Brothers Lizenz zurück im Movie Park Germany. Richtig. Schön zu sehen, dass auch da was passiert ist. Kino sieht so aus wie immer. Aber gut, jetzt ein paar Dekolemente mit drin vom damaligen Filmmuseum. Tatsächlich, aus, ja. Aber schön. Auf dem Puls vorne hier im Pre-Show-Raum. Movie Park Germany Logo vorne dran, was ein bisschen angeleuchtet wird. Ja, kann man jetzt nicht sehen, was vorne am Pult angeleuchtet wird. Ja, kennt man aber. Aber Licht hat alles funktioniert, was ich noch aus meiner Zeit hier kenne. Moving Heads haben sich alle bewegt. Die Windeffekte haben alle funktioniert. Die Sitze haben sich auch alle bewegt. Und ja, schön. Das habe ich mit dem Leon gerade besprochen. Und zwar werden die Sitze mega gut genutzt. Alter. Ja, wirklich, ja. Es wird immer weiter. Keine Zeit für so lange. Ja. Ich glaube nicht mehr. Türen gehen auch wieder alle auf und zu. Das war aber schon immer eigentlich so, dass die alle funktioniert haben, immer. Kann man auf jeden Fall mal reingehen. Ja, definitiv. Das ist eine schöne Handlung. Tut weh, wie gesagt. Mimi, Mimi. Und dann gehen wir weiter. Ne? Das ist doch hier der Durchgang ins Nickland, wenn heute Halloween ist. Ne? Richtig, genau. Richtig, ja. Sogenannte monsterfreie Zone. Jo. Da kennen wir uns natürlich aus. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt weiter rein in den Moviepark und schauen uns an, wo wir als nächstes landen werden. Du willst ja auch noch die Stuntshow sehen. Mal gucken, ob wir das vielleicht auch noch tatsächlich schaffen werden. Ist ja schon groß. Ja. Jetzt will ich auch über ein paar Achterbahnen fahren wollen. Wie wär's damit? Animatronic. Atomic, Alter, jetzt ist gut. Wir gehen jetzt mal rüber zum Nickland, würde ich sagen. Ja. Und fahren eine Runde. Atomic. Telefon. Colorado.
lieber Lars, wir sind an unserem Ex-Lieblingsfahrgeschäft. Ja, Lieblingsfahrgeschäft jetzt nicht. Zum Arbeiten, aber ich habe ja gerne gearbeitet. Ja, Tomek war auch eine Lieblingsattraktion. Ja, aber ich war gerne am Highfall tatsächlich. Aber Tomek war, wenn ich in dieser Area war... Ja gut, aber ich hatte halt meine Area und hatte den Highfall nicht. Wahrscheinlich hätte ich da auch meinen Spaß gehabt. Kann ich mal kurz erklären, ich war Poolmitarbeiter, das heißt immer da, wo Leute krank waren. Ja. Oder wo Pause gemacht werden musste, bin ich dann quasi als Läufer rumgelaufen, hab dann die Fahrzeuge. Pausenablösung und sowas, genau. Da warst du auch hier bei ein, zwei, ja. Da war ich auch ziemlich oft hier am Atomic Flyer. Ja. In Area 5. Ja, das muss man jetzt nicht weiter spezifisch drauf eingehen. Nee, muss man nicht. Weil das ändert sich, ne? Innerhalb, also innerbetrieblich. Ja, auf jeden Fall ist es eine sehr schöne Achterbahn. Tatsächlich heute mit sehr viel Wartezeit verbunden. Aber das kennen wir nicht anders. Wir haben nämlich Sommerferien. Es ist mega viel los in den deutschen Freizeitparks und holländischen Freizeitparks. Gut, Speedy Pass haben wir jetzt nicht. Aber mit einem Schlag auf den Kopf wird alles wieder gut. Nö, auf jeden Fall sehr schönes Fahrgeschäft. Ruckelt nicht, tut nicht weh. Schöne Attraktion. Bei Regen ein bisschen anfällig, leider, aber. Ja, gut, das sind aber die meisten Sachen so, ne? Nö, eigentlich nicht. Es geht also Technik ums, und Wasser. Es geht ums Rutschen. Das war ein bisschen, immer ein bisschen das Problem, wenn wir dieses Anschieben noch. Aber das war dann durch die Station. Schönes Fahrgeschäft, schöne Achterbahn. Ja. Macht mega viel Spaß. Ist zwar nicht viel Theming vorhanden, aber tatsächlich mag ich das sehr. Es fährt sich halt mega geil. Soll ich es ist turbulent, mal langsam. Ja? Also auf jeden Fall jetzt Kiddy Coaster. Atomic von Vekoma tatsächlich. Rides Manufacturing. Wow. Ja, wie gesagt, Atomic, eine mega coole Karre gewesen, mega schön. Es wäre natürlich jetzt Zeit, irgendwie was mit Wasserbahn zu fahren, tatsächlich. Ja. Excalibur, wie wär's? Ja. Kann man machen, ne? Also da kann man sich, gerne anstellen, tatsächlich. Später könnte man auch auf die Wilde Maus gehen. Ich habe gerade ein Angebot von einem Parktube-Zuschauer bekommen, der uns da vielleicht reinlassen würde. Natürlich nicht schlecht, ne? Das klingt nicht schlecht, tatsächlich. Da könnte man vielleicht mal reingucken. Ist denn Herr Siegbeck? Aber Herr Siegbeck ist, glaube ich, da irgendwie zu Umizoomi gelaufen, habe ich gesehen. Ja. Ich glaube, er ist schon mal die richtige Richtung. Richtige Richtung zum Excalibur. Dann nehmen wir Umizoomi auch direkt mit. Ja, Umizoomi auf jeden Fall. Und dann kommen wir direkt danach Excalibur dann. Ja. Excalibur ist natürlich auch noch nicht mitgefahren. Da ist eine. Anna. Anna. Wie gesagt, Excalibur kann ich auf jeden Fall empfehlen. Du kennst das ja wahrscheinlich nur als... Noch nicht, ich kenn's noch als Mystery River. Mystery River, richtig, genau. War ich auch schon mal, zwei, drei Mal habe ich da gearbeitet. Aber ansonsten habe ich da so keinen Bezug zu. Ja. Kenne natürlich aber trotzdem die Fahr- und den Fahrablauf und die Dekorationselemente da drin. Und bin natürlich sehr gespannt, was sich da jetzt verändert hat. Ne? Was ich spoilern kann, ist, dass die Q-Line mega geil gemacht worden ist. Das ist ziemlich gut. Und ja, dass man einen eigenen Soundtrack Videos bekommen gesehen. Hat und ich glaube auch teilweise Duftstoffe in der Q. Ich kann mich aber nicht genau erinnern. Auf jeden Fall mega schön gemacht. Eine gute Aufwertung gewesen für Mystery River. Und jetzt machen wir nach Matambla Umizoomi, Alter. Volle Pulle im Song. Jo, mega schön. Macht mega viel Spaß. So. Sehen uns gleich wieder. War mega gut hier drin. Mega schön hier drin, oder? Ich hab halt nur ein Kulissen gesehen, ne? Und direkt dran. Ich weiß nicht, wo die vorher aus war, aber ich bin da. Direkt dran, bitte. Lange dauert. Ja, gut. Tatsächlich. Ich will den auch sehen. Boah. Ja, große Spinnen drin. Boah. Vor allem abseilen, bitte. Jo. Ja,
jetzt fertig drauf. Ne? Ne? Ja gut, ey, warum? Okay, ist natürlich schon Stromschnellen müssen verdichtet sein. Boah, cool. Bitte? Echt jetzt? Alles wieder verholt. Aber okay, ja gut. Ich hab was. Diese Wörter hier. Boah, cool. Am Ende wird's wieder. Guck mal rund. Alles klar, bitte. Ich habe den großen Leon neben mir und er ist zum ersten Mal nicht nur Excalibur, gefahren, sondern auch zum ersten Mal überhaupt diese Bahn. Und erzähl doch mal für dich, wie war Mystery River aka jetzt Excalibur für dich? Trocken? Trocken? Tatsächlich, ja. Man dachte zwar sehr oft, dass es jetzt irgendwie so ein Near-Miss Wassersplash geben könnte. Feuchtigkeitsüberguss über einen jetzt gibt. Aber nichts passiert, trocken geblieben, leider. Ja. Wartebereich. Wunderschön, ich verstehe zwar nicht ganz genau, warum die immer nur einen Teil da reinlassen, vielleicht wegen Sicherheit. Es ist schöner drin zu warten, als jetzt könnte hier draußen, sein, weil ja, drin eine Klimaanlage ist. Also man rennt aber nur einmal kurz durch und das war's. Vielleicht Evakuierung und die haben keine Wege oder sowas. Ja, irgendwie so. Ist ja möglich. Ne? Weil Klima ist ja vorhanden. Also eine Bahnhof wunderschön, fliegen. Fahrt mega geil, geht ab, macht richtig Spaß. Zustand draußen, ist runtergerockt. Ja. Aber, wunderschöner Ride. Ja. Ja, das stimmt. Passt auch ganz klar zur Qualitätsoffensive, wie der Moviepark gestartet hat. Jo. Ich bin mal Qualitätsride auf jeden Fall. Mega Spaß gemacht. Am besten ist die Szene am Ende, ne? Ist mega schön gemacht, Alter. Ja, ich spoiler nichts, aber auch mega schön gemacht. Mega gut gewesen. Mega geil. Ja, richtig schöner Ride. Macht Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, schön. Ah, hier. Hier. Mega gut. Ja. Achso, ja, schöner Ride. Warum schalten immer da? Schöner Ride, macht Spaß. Jo. Gut, dieses Fahrsystem kennt man ja, ne? Jo. Man kennt ja auch die Attraktion an sich, aber es ist ja auch hier etwas getätigt worden. Eine Veränderung, die ich auch noch nicht kannte. Und ich war doch tatsächlich positiv überrascht. Was kanntest du denn nicht? Jetzt am Ende die allgemein Szene, oder? Ja, doch, aber im Allgemeinen ist das Thema. Und zum Beispiel, oder auch in dem Dark Ride Part, sag ich mal, ne, in dem Rondell. Ja, ja. Da war ja jetzt auch Springbrunnen, das gab es früher alles gar nicht. Das war super, super schön. Also Überraschungseffekte gab es tatsächlich. Ja. Und ich würde mir ein bisschen mehr wünschen, dass man draußen die Kulissen doch nochmal jetzt in der Winterpause ein bisschen mehr tatsächlich wartet, pflegt, erneuert, lackiert, wie auch immer. Aber das haben sie ja. Schön. Ist ja genau. Wenn man sich jetzt umdreht, dann sieht man schon noch so ein paar Stellen, die damals auch schon waren. Okay. Ja.
Aber ansonsten schöne Attraktion, macht Spaß. Ja, auf jeden Fall. Gut, das jetzt mit dem Warten war ein bisschen heftig gewesen. Ja, also, ne? Heute sind die Kapazitäten hier im Park irgendwie ein bisschen schwierig. Ja, ich verstehe das nicht. Also es ist heute mega heftig. Wir haben aber bis klimatisiert? Jetzt zwei Rides geschafft bis jetzt. Und wir haben, warte mal. Und klimatisiert. Der Wartebereich von Excalibur war klimatisiert. 20 vor 5, bitte. Echt schon? Wir haben zwei Rides geschafft. Okay, das ist krass. Das ist echt krass, Alter. 20 vor 5. War jetzt tatsächlich, muss ich anmerken, die Kapazität jetzt bei Excalibur war ich unterirdisch. Mega unterirdisch. Unterirdisch. Ich vermute, also im Bahnhof ist immer ein Boot im Bahnhof, immer beladen, entladen, kein Stillstand. Es fahren viele Boote. Es kommen sehr, 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 sehr viele Speedy-Pessler rein, was wir gerade schon bei Area 51 gesagt haben. Finde ich nicht okay. Klar, der Park verdient damit. Geld ist wichtig, das Allerwichtigste in dem Park, deswegen macht man den ganzen Spaß überhaupt. Jo, richtig. Aber man sollte schon gucken, dass es im Rahmen bleibt. Weil wenn man jetzt so viel neu macht und so Gas nach vorne gibt, dann muss man trotzdem Besucher auch dann bespaßen und auch ja, denen einen schönen Tag bereiten. Ja, teilweise auch gar nicht mehr so. Und dann mit solchen Speedy-Pass, ja, aber das ist gerade klar, an solchem Tag kaufen dann viele Leute sowas. Ja. Aber deswegen muss man vielleicht verkaufen und wandern, tatsächlich dann einstellen, auch wenn es Gewinneinbuße sind. Richtig. Ne? Wenn nicht jetzt auch, angebracht. Ich meine, Excalibur ist ja jetzt nicht neu, ne? Sodass man da jetzt auch mal so langsam hätte ein Optimierungsprogramm einleiten können, wie man am besten Leute schnell durchschleust, ohne dass es jetzt wirklich passiert. Die Boote sind ja voll, das ist ja nicht das Problem. Das sind auch nicht zu, ja, zu wenig Boote, die unterwegs sind. Nee. Aber die Speedy-Pester, die können sich halt quasi ihren Weg schon durchbahnen. Ja. Und somit ist die Q-Line immer voll. Ja, das meine ich ja. Ab dem Gebäude. Ja. Ab dem Innengebäude. Die haben ja drin diesen Schaltschrank, also diesen Drehkreuz, da gehen die rein und dann sind sie in der Q-Line. Und füllen die Q-Line direkt. Ich habe ja aber hier gearbeitet, aber gab es hier auch schon. Deswegen bin ich halt etwas verwundert, warum es jetzt bei dieser neuen Attraktion oder dieser Update-Attraktion nicht funktioniert. Ja. Weil es ging ja sonst auch überall. Es ging bei Bermuda, es ging hier, warum geht es jetzt nicht mehr? Das frage ich mich halt, verstehst du? Ja, ja. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass entweder trotzdem irgendwie Kapazität einbußen sind, weil einfach gewisse Boote nicht in Betrieb sind oder so. Also gehe ich mal davon, kann man jetzt alles spekulieren, aber nee, glaube ich nicht. Wie gesagt, trotzdem hat es ja damals auch funktioniert. Und das ist ja nicht neu, das gibt es schon immer. Man muss auch zugeben, dass der Park heute wirklich aus den Nähten platzt. Also voll, es ist ja, mega voll, wenn das Nicklands so aussieht. Ja, das ist voll. Das ist. Eine Frage, was ist denn, wenn man quasi Bahnhof die Treppe runterkommt? Und wo dann denn? Quasi unter dem alten CPO-Raum. Ja. Ist dahinter die Werkstatt oder Bahnhof, Abschleppgleis oder was ist da? Nee, Abschlepp, ja, also mehr oder da weniger. Da habe ich leere Boote gesehen durch den Schlitz. Also, da waren nicht alle drauf. Ja, ja, gut. Also, auf jeden Fall an sich ist nicht direkt unter dem Fahrerstand, aber linke ist Seite. Ist der Ride natürlich schön, aber man muss halt gucken, dass man bei so einem vollen Tag irgendwie was regelt und mehr Boote reinschickt und Speedies halt nicht so viele verkauft, ne? Weil das könnte dann dazu führen, dass wir was zu meckern haben. Aber was zu meckern, aber viel halt verkaufen ist ja okay, aber die Kapazität einfach anpassen, ne? Alle Boote reinsetzen, genau. Ja, das gucken, wie viele Leute haben wir im Park. Und dann bearbeitest du den Fall auch. Ja, die Speedy Pässe erleben wir ja heute mit, ne? Das ist normal. Das gehört nochmal dazu. Ja. Das ist in den Parks, aber heute, wir haben hier wirklich für ein paar Meter Q-Line über eine Stunde gewartet. Ich wollte sagen, 20 vor 5, zwei Fahrgeschäfte. Ja, das ist schon wenig. Das ist schon hart. Ja. Deswegen bei Area 51 war es auch wegen sehr wenigen Booten. Jetzt bei Excalibur kam es mir nicht so vor. Da war auch im Bahnhof immer Betrieb an Booten, das muss ich jetzt schon sagen. Bevor ich Angst habe, ist auch Van Helsing's Factory, die Q-Line. Das ist mega heftig, Alter. Die Q-Line ist mega ekelhaft, Alter. Jo. Aber wie gesagt, wir müssen uns ein bisschen beeilen und sputen, wenn wir noch was schaffen wollen. Ja. Von daher würde ich vorschlagen, dass wir direkt hier den Muck Rides Ghost Chaser machen. Den Muck Rides Wilde Maus. Das kriegen wir noch hin, denke ich mir. Und auf jeden Fall will ich auch noch Bandit fahren, weil die Bahn ist auch schön, mega schön. Ne? Ruckelt ein bisschen, aber das ist auch der Charme der Bahn. Soll es auch der Bahn, alle. Muss so sein. Der Einzige, die nicht ruckelt. Richtig. Bisschen Fett schütteln. Mann. So. Haben wir fertig jetzt mit Mystery World? Wir haben fertig jetzt mit grünen Dienst, Donnerstags, Montags, Freitags, Samstags, Donnerstags, Dienstags, Montags. Und grün Donnerstags. Du musst den Knopf. Ich drücke den Knopf. Die Not aus. Klaus. Also, wir sind gerade Ghost Chaser gefahren. Und ich muss mich gerade gelernt. Ich gehe mal ganz kurz. Manche erledigt. Bist du vollste? Der wollte sich gerade ernähren. Ja. Nee, ich wollte einen Weizen alkoholfrei, aber. Also die Ernährung dann. Nee, also wie gesagt, Ghost Chaser sind wir gefahren und ich muss sagen, es hat mega weh getan. Ich wurde vor der Bahn wirklich verprügelt. Ich hatte das schon irgendwie, also ich hab's geahnt, aber das ist so heftig. Nee, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht tatsächlich. Ja. Und man kennt das auch noch wiederum anders. Ja, aber trotzdem, das muss man irgendwie, ich weiß nicht, ein paar neue Räder rein. Die ist alt, mal gucken. Ja, die ist alt, aber das war gerade nicht mehr
Schlagen, das war verprügeln und irgendwie Chokeslam und sowas, alles auf einmal. WWE-Moves auf deutschen Achterbahn. Ne, es war mega heftig auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Macht aber auch keinen Spaß mehr dann. Vor allen Dingen mit den Leuten, die hinter mir saßen, das ging auch nicht mehr, Alter. Ich glaube, das hat man mein Glück. Ich hab mal ein On-Ride-Foto gesehen und das hat alles gesagt. So, ich hab 1000 Worte gesagt. Mit diesem Blick. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, Achterbahn an sich ist schön. Ich mag trotzdem Wilde Maus. Macht trotzdem Spaß da. Wilde Maus macht immer Spaß, aber trotzdem, wenn er so hart schlägt wie heute. Ich hatte es echt nicht erlebt. Ich hab echt fast gedacht, der geht gleich. Auf der Kirmes ist ja angenehm, Alter. Ja, wie gesagt, ich kenn's anders. Warum das heute so komisch war, keine Ahnung. Ich bin auch lange nicht mehr gefahren, deswegen weiß ich nicht, wie die jetzt die letzten Jahre, Monate so war. Nee, Monate, Jahre so war. Doch, das mehr cool. Deswegen, ich dachte, vielleicht liegt's an meinem Wagen oder so, aber. Das ist ja mir genauso. Ja. Wir sind ja nicht in einem Wagen gefahren. Deswegen, aber mega heftig, Alter. Ja. Naja, unser Plan jetzt ist es zu gucken, ob wir noch irgendwelche Achterbahn fahren werden. Ja, irgendwas wirst du noch machen. Weil die Wartezeiten sind heute, wie gesagt, sehr hoch. Drei Attraktionen haben wir geschafft innerhalb von sehr vielen Stunden. Wir haben jetzt mittlerweile 5 Uhr erreicht, locker. Aber wir wollen mal gucken, ob wir vielleicht von Helsings Factory schaffen. Du hast selber ein Jahr hier, du musst doch die Namen mittlerweile alle können. Das kann ich habe die Namen, aber es ist heute mega anstrengend, mega warm und die Leute gehen einen auf den Sack. Ja, okay, geht beides. Nein, bitte. Ist mir ja gut, Alter. Ich bin eigentlich vorher darauf gekommen, ey. Immer diese Späteinfallgeschichten, ey. Kann nicht wahr sein, ey. Ja, auf jeden Fall, wir stehen jetzt hier gerade vor dem Time Rider. Wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Time Rider und von Helsing Spectrum, würde ich tatsächlich Time Rider nehmen. Von der Wartezeit her den Time Rider nehmen. Time Rider hat keine Wartezeit tatsächlich. Ja, kaum Wartezeit. Ein bisschen Wartezeit ist immer. Ja, aber guck mal. Aber ja, ist geschält. Wenn auch alle Schatten, wenn da viele Schatten im Betrieb sind, dann ist es ganz gut. Dieser lange Arm dann immer weg. Sehr gut. Ja, also wie gesagt, aber Bandit wollen wir auch nochmal versuchen. Dann gucken wir auch nochmal nach. Ja. Und ansonsten Transformer wollte ich die Kleine noch eben fahren, die Anna. Ja. Können wir auch noch irgendwie organisieren, ist kein Problem, sind ja eh gleich da am Ausgang da. Hast du gute Augen? Kannst du sehen, was da steht? Ist tatsächlich, ja, es steht 60 bis 80 Minuten, glaube ich. Ach du Scheiße. Ja, das 70, glaube ich. Oder 55 bis, ja, eben war 70, aber jetzt ist das also von Helsing. Alles klar, hat sich erledigt. Solange so lange in dieser Halle zu stehen für diese kurze Wartezeit. Ist thematisiert, aber das ist trotzdem zu viel. Ja, ist viel zu viel. Viel zu viel, Alter. Ich hab jetzt auch setz dich in den Wagen, kannst gleich wieder aussteigen. So. Deswegen lohnt sich gar nicht. Time Rider ist ein bisschen mehr Entertainment. Vor allem ist es auch eine schöne Attraktion, auch mit Theming und eine schöne Attraktion. Deine Lieblingsattraktion, ne? Ja, ist meine Lieblingsattraktion. Aber selber hätte das auch einige Jährchen hier verbracht und war auch selber Tourguide. Also man hat die Gäste auch immer in die Anlage reingeführt. Deswegen verbinde ich auch sehr viel damit und deswegen würde ich so ganz gerne auch nochmal tatsächlich heute fahren. Also deswegen bevorzuge ich diese Attraktion schon von Helsing Factory. Ich würde mitgehen, weil da ist dunkel. Ja. Und schattig. Und schattig und kalt. Und war kalt, ja, angenehm, sag ich mal so. Ja. Nö. Und schönes Theming, schöne Attraktion. Machen wir. Ja, dann geh mal los. Du hast jetzt die Knopfaufgabe. Das ist die Stoppaufgabe. Also, ja. Special Effekt immer da. Jetzt ist voll den Kopf zu bewegen, der Sausack. Ja. Ja, wir stehen jetzt hier vom Time Rider und auch hier haben wir wieder ein kleines Problem. Kapazitätsproblem. Ja. Und zwar, wir stehen jetzt auch wieder locker eine halbe Stunde, 25 Minuten. Ja, ungefähr jetzt. 20, 25 Minuten. Und wie man sieht. Und wir sind noch keinen Zentimeter wirklich letztendlich weitergekommen. Und das kenne ich auch noch anders. Ja. Und ich war ja auch mal hier ziemlich oft eingeteilt als Mitarbeiter. Und hab hier Personen durchgescheucht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das kannst du dir wohl vorstellen. Doch, ich kenn das ja. Ich hab hier Leute durchgescheucht, das ist unglaublich. Und heute ist irgendwie echt extrem. Heute warten wir und warten wir und warten. Es passiert gar nichts einfach. Gar nichts. Auch hier das Problem wieder mit den Speedypass-Inhabern. Mega laut, wir müssen lauter reden. Es gibt hier auch wieder einen Speedypass-Eingang. Ja. Und aufgrund dessen ist auch da wieder ziemlich viel Wartezeit, die uns weggenommen wird quasi. Oder nee, dazu gebucht wird quasi. Dazu weil die Leute natürlich dann auch eher drankommen als wir. Ja, die haben ja bezahlt. Richtig. Das ist einfach generell, der Park ist riesengroß. Das ist echt traurig. Also heute ist der Wurm drin tatsächlich. Ja. Heute ist wirklich überall der Wurm drin. Also das ist echt nicht gut. Weil der Park ist nicht gerade leer. Nee. Und wenn man überlegt, wann sind wir hier gewesen, 12:30 hier gewesen und haben jetzt nur drei Sachen geschafft, schon ziemlich. Was ist 7 oder was?
ziemlich traurig. Ja, wir haben aktuell 20 vor 6. 23. Drei Sachen. Ja. 20 Uhr ist Parkschließung. 19:30 schließen alle Themenbereiche. Die Fahrgeschäfte. Die meisten auf jeden Fall. Gesehen, die haben auch schon also 19 Uhr zu, Kinderland zum Beispiel. Aber einige 19 Uhr schon zu. Ja. Aber das ist halt echt. Aber, da muss ich leider sagen. Sternabzug, ja. Sternabzug, das ist bei so einem vollen Tag, musst du die Leute durchjagen. Ich verstehe es ja nicht, weil das war hier eigentlich immer so die Devise. Ja, ja. Immer direkt durchgeballert. Jede 10 Minuten war Einlass. Ja. Jede 10 Minuten, aber auch mega viele. Wirklich viele? Das war ja gerade nicht viel. Nee. Also war nicht so alt. Aber ein paar Menschen viele und dann hier davon ein paar. Ne? Ja, aber drei war natürlich der Rest. Kann sein, dass wieder Krankheitsfälle und ne, sowas ja, im Hintergrund kann, passiert. Kann sein, aber dann muss man sich halt irgendwie überlegen, wie man das Problem umgeht, weil das interessiert die Gäste ja nicht. Die zahlen auch nicht wenig Geld letztendlich für den Park hier. Und es wird ja immer von Optimierung gesprochen und man möchte das Park ja, ja verbessern. Ja, aber so ist halt der falsche Weg. Nee, das ist, wie gesagt, drei Sachen ist echt wenig. Also wirklich. Zwar was die Attraktion angeht, was die Attraktion und Gestaltung angeht, ist ja schön aus dem Weg. Aber es geht um das Betreiben, wie man das macht. Also das ist heute echt extrem. Drei Sachen, wiederhole. Zu wenig. Drei Sachen. Wir melden uns dann mal und dann. Jo. Naja. Wir melden uns dann nach der Fahrt wieder, weil nee, ich kann das jetzt nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Ist mega warm, ist mega laut, die Leute sind mega anstrengend. Und ja, am Ende sagen wir, wie lange wir jetzt tatsächlich gebraucht haben. Ja. Ich kann das bis später. Oh. Ja. Am linken. Dann wir sind mein Name ist Jascha und ich bin einer der Assistenten vom Park, ein junger Professor. Seit 2005 ist der Professor nämlich eigentlich, ja, dreht an dem Schreibtisch und den Schreibtisch kann man nach der Straße gut sehen. Ja, wie gesagt, sitzt das Schreiben da hinten an seinem Schreibtisch und arbeitet dort nämlich an seinem geheimen Experiment. Obwohl, ich bin gerade so recht. So viel habe ich auch verstanden. Buch da oben wieder. Jetzt gehen wir in die Batcave, ne? Tatsächlich. Ja. Mhm. Ey. Unregelmäßige Gänge durch Q-Lines. Ah. Jetzt können wir gehen. Ja, Time Rider mit über, wie viele Stunden haben wir jetzt gewartet? 30 oder so? Oh nee, also wir gefühlt haben 80 Stunden. Gute halbe Stunde gewartet Wartezeit. Für drei Leute, die Warterei standen. Ja, also jetzt übertrieben. Aber. Also ne, wir haben es ja angesprochen gerade mit diesen komischen Wartezeiten heute, Alter, ja. Das geht echt nicht. Nee, und meine Krasse ist, es sind 6 Shuttle im Betrieb und es ist trotzdem so eine schlechte Kapazität und Wartezeit, das ist einfach irgendwie nicht normal. Ich verstehe es auch nicht. Aber ich verstehe es auch nicht, ey. Nee, das sind, waren auch einige Sitze leider defekt tatsächlich. Ja, aber das kann nicht dazu führen, dass man so lange wartet draußen. Nee, ja echt. Gut, ich meine, wenn das bei einem Shuttle ist, dann ist es... Aber nee, wenn wir es waren ja schon ist, einige Menschen, die da auch reinge... Ne? Ja, das stimmt. Produziert worden sind, ja. Ja. So, ich hätte jetzt natürlich Bock auf weiter Achterbahn-Action.
Auf dem Bandit zum Beispiel. Was sagst du dazu? Ja, ich glaube, die Anna wollte jetzt aber nochmal einen Transformer fahren. Wir sind ja jetzt nicht alleine. Also, ja. Ist schon ein bisschen gerecht. Gedeckt mal an andere Menschen. Ja. Okay, dann macht sie den Transformer. Dann machen wir ein bisschen Transformer Offline. Dann machen wir danach mal was noch so. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir weitere Rides mit. Und quasi ein On-Ride. Nein, mal gucken. Ah. Tschö. Hier vor dem Highfall. Die anderen fahren ihn gerade. Und auch hier stellen wir fest, lieber Leon, dass dieses Fahrgeschäft sehr selten nach oben fährt heute. Wir sitzen schon ca. 5 Minuten hier. Die Karre ist auch schon ca. 8 Minuten auf dem Boden. Und man sieht eine blanke Stange. Ja. Boah, okay. Nee, Big D, ne? Der Big D von gestern noch, ja. Nee, auf jeden Fall. Kannst du mir erklären, was heute los ist? Das kann ja nicht am Personalmangel liegen. Echt nicht, Alter. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das Ding fährt ja... Ich hab aber ich wollte jetzt Oculus Rift schon sagen. Hier, Excalibur. Ja. Habe ich ja schon ein bisschen was vermutet. Aber da war ich ja relativ gut gestimmt. Aber schon ein bisschen... Ja, jetzt waren die aktuell los, aber trotzdem... Ist ein bisschen wenig. Ja, heute ist ein bisschen sehr wenig. Ich meine, die Karre ist voll so, ne? Ja. Der Park ist voll. Mhm. Hi. Ne, auf jeden Fall, ich verstehe das heute nicht. Heute ist irgendwie der Wurm drin im Moviepark Germany. Ich verstehe das nicht. Aber wie gesagt, er hat es tatsächlich... Selbst der Lars ist noch nicht drin. Echt nicht? Nee. Das ist anscheinend doch Wartezeit. Der hat sich aber noch nicht komplett umgedreht. Ja, aber ich habe den schon gehört. Ja, tatsächlich. Ja, dann... sieht man es ja noch deutlicher, dass irgendwas nicht stimmt heute. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass man an jeder Attraktion... Also mit seinen Clownschuhen. Ja? Ja, ja. Ajo, ajo! Oder? Nee. Hä? Nee. Nee? Hä? Nee. Nee, war der doch nicht. Nee, boah, Junge. Ja, wie gesagt, ich kann es nicht verstehen, warum man heute mindestens überall eine halbe Stunde warten muss, obwohl... man sich dann auch gar nicht bewegt, ne? Also Time Rider, der Wartebereich war folgendermaßen gefüllt. Ja, hat man ja gesehen im Video. Wir haben uns angestellt, wir sind quasi am Haupteingang geradeaus durch. Wir sind dann ungefähr so ab dem dritten, vierten Gatter von vorne gesehen stehen geblieben. Ja. Und da war dann eine Linie zickzack rechts rum, also nix. Eine Linie nur, so. Nix. Und das hat halbe Stunde gedauert. Eine gute halbe Stunde gewartet tatsächlich, also... dann wurde natürlich der Speedy-Gang nochmal komplett leer gemacht zwischendurch. Also dann, bevor dann die nächsten kamen, muss man nochmal eine Fahrt warten. Ja. Also, ich weiß nicht, ob das so der Hit ist.
Was den Tag heute angeht, das war irgendwie anders geplant. Also ich dachte, wir schaffen ein bisschen mehr Sachen, aber mit so einer Geschwindigkeit, die heute hier stattfindet, echt. Ja. Ich habe jetzt Angst, was noch im Banditen passieren wird, dass sie mit einem Zug fahren. Ich kann mir das sogar sehr gut vorstellen, dass das heute der Fall ist. Weil ist ja gar nicht voll, der Park oder so. Also es, ich habe da keine Worte mehr für. Heute ist mega heftig. Ich meine, beim Area 51 verstehe ich das. Die haben jetzt nur sechs Boote zur Verfügung. Und ist ja auch Soft-Opening, da kann ich es verstehen, da sage ich auch gar nichts gegen, aber bei Excalibur, hier High Fall, dann hier noch, kann ich leider so nicht unterschreiben. Muss ich leider sagen auch, das ist ein bisschen doof. Das gefällt mir nicht. Weil der Park ist heute mega voll und da muss man einfach zusehen, dass man ein bisschen Kapazität schafft. Und zwar ein bisschen flotter arbeitet, ein bisschen mehr Boote reinholt, je nachdem wo du bist oder ein Zug. Damit man das hier ein bisschen auch hinkriegt, ne, mit der Masse. Ja. Das ist ja in jedem Park so. Und der kapazitätsstärkste Park, den ich bis jetzt kenne und besucht habe, ist halt der Europapark. Und der jagt die Leute da übelst durch. Du hast überall so fette Warteschlangen, aber die hast du dann innerhalb von 10 Minuten alle abgefrühstückt. Der Peter ist tatsächlich, also an der technischen Kapazitätsgrenze sind wirklich am Arbeiten. Boah, ja, da ganz richtig, knapp Alter. Junge. Also manchmal, wenn du Autos da sitzt, die gar nicht zu Schüssen bekommen, dann ist es natürlich so, dass du dann aus dem Arsch kommst. Ja. Aber es ist mega warm heute auch. Alt werden, man sieht ja eigentlich Blätter, nicht. Alter. Nicht Temperatur. Also wenn bin ich rot? Ich bin rot, ne? Ja, aber wenn ja. Ich sage Temperatur ist okay, dann frieren andere. Ja, aber meine Stirn ist ein bisschen verbrannt. Ne? Ja, also das haben wir jetzt besprochen. Kapazität ist heute Müll. Das kriegen andere Parks auf jeden Fall besser gepackt. Und ich denke mal, wenn man hier sich zusammensetzt und eine Lösung findet, dann kriegt man das auch. Der Moviepark ist mega gut organisiert. Ohne Witz. Ja, das schon, aber das, was... Das sagt man schön, aber es bringt dir nichts, wenn es trotzdem lahm ist. Ja, wenn es lahm ist, dann ist alles scheiße irgendwie. Keine Ahnung. Also es zieht einen runter natürlich, wenn du dann ewig wartest. Aber das liegt auch natürlich an den Speedpass-Leuten. Es gibt heute nämlich sehr viele Speedy-Pass-Inhaber. Und das merkst du. Das merkst also, du sehr. Also im Wartebereich und es geht halt wirklich gar nicht voran. Gar nichts. Klar, das ist natürlich auch, weil die Gäste immer quasi päckchenweise durchlassen in die Pre-Shows und so. Auch mit den Tourguides, das ist im Moviepark ja sehr, sehr stark immer noch ausgeprägt. Das macht das nicht subjektiv vom Empfinden ja noch ein bisschen schlimmer. Ja. Aber auch bis da mal die Türen aufgehen, ey, mein Gott, das dauert echt ewig. Jo. Ich weiß nicht. Nicht so cool. Nee. Ich finde schade, Parks wirklich wunderschön. So Nickland ist wirklich schön geworden, Paw Patrol. Ja. Die Main Street ist wirklich wunderschön, da kann ich nichts sagen. Mhm. Jetzt hier Westernstadt, ja. Kann man jetzt, gibt auch die schönen Seiten und die unschönen Seiten, ne? Ja, klar. Aber wie gesagt, der Park hat wirklich eine schwere Vergangenheit, ne, muss man auch mal so sagen. Viele halt schlechte alles Besitzer, die dann nur das Geld aus dem Park ziehen wollten. Richtig. Da gibt es ja auch genug Infovideos auf YouTube zu oder auch kann man sich auch einiges durchlesen, wo das Ganze mal thematisiert wird. Bevor man den Park jetzt runtermacht, ohne sich vorher informiert zu haben. Genau. Das was der Park momentan macht, ist sehr gut. Das ist der beste Weg. Kann nicht alles auf einen Tag, das muss natürlich auch dann von der Gruppe genehmigt werden. Und deswegen sage ich immer, er geht jetzt langsam in die richtige Richtung. Und zwar ja, nicht mehr so lange. Langsam nicht. Jedes Jahr irgendwas neu erneuert. Jedes Jahr ist irgendwas, ja. Star Trek, Excalibur, jetzt hier Area 51. Ja. Also müssen wir sagen, ja. Schon gut. Retracking von Bandit, der findet ja auch jedes Jahr statt, Alter. Bin ich letztes das Jahr ist gefahren, auch nicht günstig. Ist auch gut gefahren. Ja. Ich denke mal, wenn die großen Hauptdinge getan sind, wird sich vielleicht im Kleinen was ändern, im Detaillierten was. Das wäre schon schön. Das ist tatsächlich auch nötig. Ja, auf jeden Fall. Also manche guckt man sich hier an, also das kann doch irgendwie... Ja. Wie kurz am Krieg, ey. Das muss man aber halt langsam angehen. So, ne? So Lost Places, so, ich weiß auch nicht. Das muss man mal langsam angehen. Man hat ja nicht, also die kriegen ja das Geld ja nicht von den Parkbesuchern, sondern von einer, ja, kann man sagen, einer Freizeitpark-Mafia. Nee, kann man so sagen, die müssen ja erstmal ein paar Anträge stellen, was sie verändern wollen. Und dann wird geguckt, ob sie auch Budget für diese Sache bekommen. Und das ist manchmal härter, als man denkt. Deswegen finde ich es gut, dass sie jetzt Area 51 mal durchgeprügelt haben und jetzt eröffnet ist. Ja. Im Soft Opening. Ja. Und ich denke mal, die kleinen Fehler und so werden bald behoben, dass mehr Boote reinkommen. Dann hat man da auch schon mal die Kapazitätsverluste vielleicht drin. Aber man muss das hier im Park, was hier noch ein bisschen Hartz IV ist mit den Kapazitäten, muss man ein bisschen ankurbeln. Aber jetzt flott. Vor allen Dingen an Hochsaisontagen. Heute ist ein Hochsaisontag, bis 20 Uhr geöffnet. Und da kommen viele Leute, das sollte man wissen. Und dann auch dementsprechend reagieren. Und wie man sieht, das Reden hat nicht geholfen. Und die Stange ist immer noch blank. Stange? Hm, jo. Naja,
Wir warten jetzt noch immer aktuell auf unsere Mitfahrer oder Mitgeher und warten, bis wir dann zum Baditen können. Und hinten sind ja auch noch ein paar Flatrides, die wir auf jeden Fall mal mitnehmen werden. Hier zum Beispiel den Flipper und sowas. Mega schön, macht mega viel Spaß. Und dann gucken wir, wie die Kapazität da so ist. Ich habe Angst. So, wir sind erstmal raus, Onkel Klaus, ne? Und wir sehen uns gleich wieder. Wir stehen jetzt aktuell an, genau, beim Banditen. Und ich muss sagen, hier geht's gegenüber den anderen Fahrgeschäften ein bisschen flotter. Das ist mega gut, Alter. Und ich glaube, es ist sogar nur ein Zug drin. Ja. Deswegen ist das schon sowieso sehr krass, dass es hier so schnell geht. Was war denn gerade los beim Highfall, Alter? Warum beim Highfall hat es auch sehr lange gedauert, weil auch viele Plätze freigelassen worden sind. Ja. Und es war halt ein bisschen blöd. Und viele Plätze frei, bitte? Einige Plätze frei. Dann war die Kontrolle, also die Abfertigung, die Kontrollrunde sehr langsam und irgendwie, also alle haben die Leute alle sehr langsam irgendwie, habe ich das irgendwie den Eindruck. Ich glaube, sie sind alle sehr müde irgendwie. Das kann sein, ja. Wenn so 20 Uhr Tage, den anderen waren natürlich auch ein bisschen kaputt. Zumal hier gibt es auch kein, oh sorry, Anna, gibt es auch kein, kein Schichtdienst, glaube ich. Meinst du nicht? Nee, ich musste immer durcharbeiten, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ist das schon einige Jahre her, ne? Wie war das denn bei dir? Weißt du das nicht mehr? 20 Uhr Tage, waren die denn? Ja, durch. Mal durcharbeiten, ne? Ja, ja, gar keine Schicht. Deswegen, wenn du dann so ein paar Tage hintereinander hast, das ist schon... Also 10 Stunden. Das ist bemerkbar. 10 Stunden, dann hast du eine Stunde Pause. Eine Stunde Pause ist auch 9 Stunden, ist auch okay. Ja, das ist okay, aber trotzdem, wenn du natürlich so ein paar Tage das hintereinander machst, ne? Ja. Ist die Bude noch voll, hat sich schon kaputt, Wetter ist noch warm. Wir haben durchgearbeitet, das ist kein Problem gewesen. Nein, aber ich sag ja, vielleicht sind das... Manche kommen, gehen damit ja anders um vielleicht, ne? Naja. Aber wie gesagt, wenigstens geht's hier voran. Jetzt haben wir es ja gesagt und es geht nicht mehr voran, ne? Nee. Das ist genau das. Wir melden uns gleich wieder, wenn wir kurz vor der Station sind. Dann sagen wir den aktuellen Stand der Dinge. Alles klar. Bis gleich. Jo. Jo. Wo ist der Zug? Fragezeichen. Der andere. Weitere Informationen zu diesem Vorfall nach der Fahrt. Wenn wir da mal dran sind irgendwann, Alter. Der Moviepark, das geht nicht. Es geht nicht. Da sind alles. Fortsetzung von eben. Es geht absolut das geht gar nicht. Es geht also, das überhaupt wirklich, gar nicht. Moviepark, das habe ich auch nicht gedacht. Das war jetzt wirklich das Finale so, das war wirklich von allem. Die Härte, die absolute Oberhärte. Das ist, wir haben schon viel gemeckert heute. Wir haben viel über die Wartezeiten geredet. Ja. Dann nochmal über die Wartezeiten geredet. Und dann? Also egal, wo wir bisher angestanden haben, wir haben überall länger gewartet, als es eigentlich notwendig ist. Ja. Wir wissen, wovon wir sprechen. Und das mit Bandit war jetzt nochmal echt der kulminante Abschluss. Mit Bandit. Ja, denn, ja. Denn, was haben wir da erlebt? Erstens gab es nur einen Zug, der in Betrieb war. Und es gibt das bei war dieser der größte Achter, Punkt, bei dieser Achterbahn zwei Züge. Normal, und zweitens auch hier wieder teilweise Probleme mit Speedy Pass. Das heißt, auch hier wurden wieder Speedy Pass Leute reingelassen. Und immer weiter, teilweise ohne Ende. Auch dann die Züge richtig voll gemacht mit Speedy Pass Leuten. Also es ist echt ein absolutes No-Go, lieber Moviepark Germany. Da müsst ihr echt was tun, weil sonst wird das mit den Attraktionen, die aufgewertet worden ist, nicht lange halten. Ja. Leider. Also du kannst es nicht wieder gut machen. Das kannst du halt nicht bringen. Du kannst in den Sommerferien, in der Hochsaison, in der High Season, kannst du nicht mit einem Zug fahren. Das geht nicht. Es kann natürlich sein, dass jetzt wieder da irgendwie mit den Nachbarn, dass da irgendwelche Probleme sind. Aber ja, da muss man die Gäste aber informieren, weil die Leute stehen da an in der Sabinenbüchse, sag ich jetzt mal. Es war mega heiß. Eingefällt, es war mega warm da drin in der Bude. Sauerstoff hat irgendwo gefehlt. Leute haben teilweise geschlafen, weil sie wirklich einfach keine Kraft mehr hatten. Ja, Vordrängler das, wieder das überall, ne? Vordrängler ganz extrem. Das geht einfach nicht, das kannst du nicht bringen. Ne? Und das kenne ich hier auch nicht. Also hier war immer komplett volles Programm, als ich hier noch war. Also, und der Andi kennt das auch noch so. Das zieht sich durch den ganzen Tag. Durch den ganzen Park vor allem. Wir haben so viele Sachen nicht geschafft, die wir machen wollten. So viele Sachen. Ey,
Und wir haben gerade auf die Uhr geguckt in der Wartestation. In dem Wartebereich und ja, alles zu. 1952, wir können nichts mehr fahren. Ist alles vorbei. Jetzt können wir nur noch Merch-Shop reingehen, wenn er auch Wartezeit hat, keine Ahnung. Ich würde mir jetzt noch gerne Eis tun, aber selbst da habe ich eigentlich keine Lust mehr drauf. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hallo. Ja, tatsächlich. Hallo. Guten Tag, hallo. Oh. Ja, wie geht's euch? Ja, alles gut. Das ist uns hier RTL. Ah. RTL, genau. Ne, auf jeden Fall, also ich weiß es nicht. Das kann ich nicht mehr so. Also man möchte dem Park ja nichts Böses, aber es fällt halt der Park an sich kann wirklich überhaupt wunderschön. Nicht für. Wir haben jetzt hier nochmal gesehen, dass wir sind vor ein paar Monaten schon mal mit Bandit gefahren und da war nicht so viel Theming drin. Das haben sie jetzt echt nochmal ein bisschen schöner gemacht, schöner gestaltet und das ist wieder schön zu sehen. Aber du hast jetzt 1,5 Stunden angestanden für diese kurze Fahrt und du hast dann einfach auch keinen Bock mehr auf die Fahrt. Das hat jetzt so genervt und so abgefuckt und das ist wie gesagt auch, wir sind auch high voll gefahren eben noch, genau das gleiche. Es waren noch Plätze frei. Es hat mega lange gedauert, es war mega blöd. Zieht sich wie gesagt durch den ganzen Tag. Und jetzt auch mega geruckelt wieder, Alter. Geruckelt, ja. Ja, holst du halt auch, der Bahn ein bisschen ruckeln tut sie immer, ja. Aber trotzdem schon. Es war teilweise schon mal besser und jetzt ist es wieder so, keine Ahnung. Ja. Also vielleicht liegt es daran, dass man ein bisschen down ist. So. Kann sein, ja. Ich wollte noch fahren, Hanges Factory wollte ich noch fahren, hier Frisbee wollte ich noch fahren. Wir haben wirklich dafür, dass wir haben echt sehr wenig geschafft heute. Ja. Wirklich sehr, sehr wenig. Und der Park hat schon so lange auf, wir waren zwar erst um 12:30 da, muss man immer dazu berechnen, aber trotzdem, das. Wenn das bei den anderen Attraktionen schon so war, dann wäre das bei den anderen nicht anders. Und da war auch überall, egal wo man geguckt hat, überall der Wartebereich voll. Ja, heute war alles voll. Also, immer weiter. Aber es lag auch daran, ja, weil überall langsam gearbeitet wurde, ja, langsam gearbeitet und dann, wurde. Ja. Mit 6 Booten beim Dingens, Bermuda, Area 51, kann man aber verzeihen, ist Soft Opening. Aber da dann, Schild, da, aber dann aber stehst, hier war kein Schild, weißt du? Aber dann stehst du bei Mystery River, ja. Die alten Namen immer. Ja. Dann stehst du bei Excalibur auch eine Stunde draußen und tut sich gar nichts, ja. Weil Speedbestler und. Das ist dann auch frustrierend, wenn man so merkt, es geht jetzt weiter, dann denkst du, es geht jetzt weiter und dann stopp. Ja. Und dann wieder so. 30 Tag, Minuten warten. Das nervt einfach und das kannst du halt nicht machen, nicht in der Hochsaison. Das kann man alles definitiv optimieren, das müssen die optimieren, weil das merken die Leute auch und die kommen dann nicht mehr. Besonders das für Halloween. Ist einfach so. Ja. Halloween, wo der Park Halloween sowieso dann auseinanderbricht. Ja. Wie soll das denn dann aussehen, Halloween? Ja. Kannst du nicht machen. Halloween ist verwendet generell nur Einzugbetrieb, das weiß ich, weil sich die Nachbarn immer beschwert haben. Abends doch erst, oder? Abends, ja. Ab 20 Uhr, glaube ich, immer war das so. Das war dann normal, aber das kannst du in der Hochsaison, wie gesagt, halt einfach nicht bringen. Mein Arm ist dann sowieso, auch wollen ja sowieso nicht so viele Leute fahren, weißt du, dann ist das nicht so schlimm. Aber jetzt heute, das Wetter war schön, es war voll, es war viel los, kannst du es einfach nicht bringen. Die Leute kommen hauptsächlich wegen den Attraktionen. Richtig, ja, kannst du einfach nicht machen. Deswegen, es ist nichts gegen den Park, aber nee, müssen die echt dran arbeiten. Das geht nicht. Ich glaube, das haben wir jetzt lang genug diskutiert und besprochen. Aber gehen wir jetzt ist wirklich noch paar, frustrierend, wirklich. Ein paar Sachen einkaufen, vielleicht was zum Knabbern, ja, so ein Eis oder was gibt. So weiter, ja. Und Merch-Shop und dann sind wir auch raus. Also wie gesagt, mehr können wir dazu nicht sagen, außer, ne? Sonst wiederholen wir uns wieder. Deswegen drehen wir uns um und wir schalten ab. Können wir noch zeigen, Bandit The Ride. Ein Zugbetrieb. Also eigentlich ist Bandit, aber ein Zugbetrieb. Haben wir geparkt, ja? Oh, ja, die ist noch so ein bisschen. Ich frag mich auch mal hier ein bisschen. Zukommen Sie, erleben Sie. Ja, was kann man sagen? Also zum Abschluss. Wir haben ja schon den größten Kritikpunkt haben wir schon hinter uns gebracht. Genau. Von daher können wir jetzt die positiven Sachen sagen. Ich muss gerade sagen, warum geht eigentlich kein Licht an? Genau jetzt im Moment ist es nicht angegangen. Ich kann das nicht mehr. Ich kann es wirklich nicht mehr. Nee, auf jeden Fall ist es ein schöner Park. Das kenne ich auch noch von früher. Das war eigentlich immer schon so. Noch schöner zu sehen, dass sich, wie gesagt, an vielen Fahrgeschäften einiges getan hat. Aber Kapazität haben wir ja schon angesprochen vorhin, ausführlich besprochen, weil echt heute so schön der positive Punkt auch ist, der negative schlägt immer ein bisschen über die Stränge. Ja, ist mega schade. Und das bringt halt die Stimmung dann wieder ein bisschen in den Keller. Aber wie gesagt, wenn man das ändert in der nächsten Zeit, dann bin ich auch zuversichtlich, dass es klappt. Wir gehen sofort weiter, ja, ich mach das noch. Der Park hat schon eine halbe Stunde zu. Ach so! Ja, würden Sie jetzt dann langsam zum Ausgang gehen. Okay. Gut, das haben wir jetzt auf Video, da kann ich auch nichts für. Und der Tag wird uns noch versüßt, tatsächlich. Hast du noch was zu sagen, Leon? Hast du einen positiven Punkt? Ja, jede Menge. Der wunderschöne positive Park. Die gehen sehr weit nach vorne, haben jetzt viel gemacht, die Großstationen noch vorwärts gebracht.
Allerdings hätten so komischen Sachen wie diesen komischen Kack-Operation sich wieder ins Ausschießen, finde ich wie Kacke, das ist unnötig. Das muss man sich nicht geben. Kann natürlich auch am Personal liegen, weiß man natürlich nicht, wie viele Leute da krank sind und sowas. Ich sage nur das, was ich merke, und das finde ich doof. Das ist unnötig, meiner Meinung nach. Ja. Einfach kann ich noch sogar vergessen, von daher. Alles klar, ja, das war's dann hier aus dem Moviepark Germany. Ich habe ja auch gesagt, die Area 51 hat mich überzeugt, ist schön geworden. Alles funktioniert, was funktionieren sollte, meiner Meinung. Ja. Zum Beispiel dieses Flugzeug am Anfang und sowas. Aber wie gesagt, das mit dem Nebel am Ende sollte man vielleicht doch fixen. Ansonsten, Wartezeiten waren heute mega hart hier. Da sage ich auch nichts mehr zu. Ich habe alles gesagt, alles aus mir rausgelassen. Und mit diesen Worten sage ich tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen hier aus dem Moviepark. Wir sehen uns demnächst irgendwann wieder aus einem anderen Park. Ja, richtig. Zunächst auf Plan Nun Bobbierland. Bobbierland, eventuell, ja. Bald. Mega also, richtig. Seid dabei, seid immer dabei. Genießt Swirl. Genießt Eiscreme. Gibt's auch hier im Park. Das ist mega gut eigentlich. Ja. Kann man, musst du flüstern. Kann man genießen. Kann das nicht, dann hört man das ja nicht. Natürlich. Da gibt's doch Eiscreme. Gibt's auch hier im Kino. Park. Alles klar. Tschüss. Macht's gut. Welcher Mingi? Tschüss. Cut and goodbye. Kommt doch hier. Cut. Ich bin im Park hier. Was kommt jetzt noch im Park, ey?